Mein Name ist Dr. Karl-Wilhelm Beichert. Ich bin geboren in Rittersbach, das ist ein Dorf hier in der Nachbarschaft, und war Zeit meines Lebens Lehrer am Gymnasium für Latein, Deutsch und Italienisch am Schluss. Als Lateinlehrer war ich natürlich interessiert an den Römersachen in Neckarburgen und wollte den Kindern das auch zeigen. Die Funde, die in Neckarburgen waren, waren allerdings Neckarburgen nicht zu sehen, sondern sie waren teilweise im Landesmuseum in Karlsruhe, teilweise auch dort im Magazin unten. Man konnte sie also überhaupt nicht betrachten. Dann habe ich mir gedacht, wir müssen da was machen und die Sachen eigentlich nach Neckarburgen holen, die aus Neckarburgen stammen. Da war einmal dieser große Inschriftenstein, der über dem westlichen Eingangstor des Kastells gefunden wurde. Dann der umfangreichste Inschriftenstein überhaupt am gesamten Odenwald Limes ist erst im Jahre 1982 gefunden worden, bei Kanalisationsarbeiten in Elstal, Neckarburgen. Dann fand sich in dem Numerus-Kastell, in dem kleineren Kastell, ein sehr schöner Jupiter-Gigantenreiter. 1986 wurde dann auch der Verein Elantia gegründet, auf meine Initiative hin. Wir haben dann innerhalb von 2 Jahren es geschafft, das Museum zustande zu bringen im Alten Rathaus in Neckarburgen. Und da war ich dann ja Vorsitzender von dem Verein bis 1991, bin aber immer noch interessiert natürlich und auch engagiert mit Vorträgen und so weiter über die Römer in unserer Gegend. Rittersbach, die Ortschronik habe ich dann gemacht. Dann kam die Gemeinde wieder auf mich zu, nachdem das ganz erfolgreich war, und haben mich gebeten, über ein Nachbardorf von Rittersbach, Muckental, eine Chronik zu machen. Die habe ich dann auch gemacht. Ja, ansonsten bin ich natürlich auch schriftstellerisch tätig für den NABU. Sie wissen vielleicht, dass es immer einen Vogel des Jahres gibt beim NABU. Und den stelle ich immer in dem Kalender Unser Land vor. Seit 1998. Und Unser Land, dieser Kalender, ist eine meiner hauptschriftstellerischen Bemühungen, sage ich mal, weil ich da nicht nur Vogel des Jahres vorstelle, sondern eben auch andere heimatkundliche Themen behandle. Heimat ist etwas, was mir in relativ früher Kindheit verloren gegangen ist. Also wenn man den Geburtsort und den Ort, an dem man seine Kindheit verbracht hat, als Heimat bezeichnen möchte. Und ich denke, wenn man älter wird, dann ist Heimat so etwas wie ein Sehnsuchtsort, den man sich immer wieder anzunähern versucht. Im Prinzip in all den Aktivitäten, die ich als Ehrenamtlicher ausübe, ist die Heimat sozusagen im Hintergrund als etwas, wohin man zurück möchte.